Hallo ihr Lieben, hier ist Jessica. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute geht es um die Review zu den lang versprochenen Kamelienmarker. Ich habe die schon etwas getestet und mag sie wirklich, wirklich gerne. Und zwar habe ich mir schon länger Alkoholmarker angeschaut, wollte sie immer gerne mal ausprobieren, aber bei meiner Recherche habe ich irgendwie nie genau das gefunden, was ich so von einem Alkoholmarker erwarte. Ich habe mir schon vor zig Jahren mal Touchmarker gekauft. Das ist die etwas günstigere Variante von Copic-Markern. Und ich habe nie gerne mit denen gearbeitet, einfach weil mir die Spitze zu dick war. Ich konnte damit nicht wirklich umgehen und für mich war diese Spitze hier eine Verschwendung, weil ich damit auch nicht malen mochte. Wahrscheinlich werden mich jetzt andere lynchen und sagen, du weißt nur nicht, wie das geht. Ja, wahrscheinlich weiß ich nicht, wie das geht. Das ist schon richtig. Aber ich habe mir einfach ein bisschen was anderes vorgestellt und habe recherchiert, was es so geben könnte, was meinen Erwartungen entspricht. Und da bin ich auf die Kamelienmarker gestoßen. Ich habe mir für den Anfang ein kleines Set von 5 Stiften bestellt. Und die Stifte haben an der einen Seite so eine Pinselspitze oder ein Brushnip. Und an der anderen Seite eine festere Spitze oder auch Bullet Nip genannt. Die auch für feine Details sehr, sehr gut ist. Gerade wenn man in Malbücher malt, so wie ich, war das für mich etwas, was mir wichtig war. Einfach auch die Option zu haben, sehr fein zu malen und detailliert. Und die Pinselspitze von den Touch- oder Copic-Markern war für mich einfach zu grob gewesen. Wahrscheinlich mit Übung kann man damit auch Details zaubern. Bin ich mir sicher, ich konnte es nicht. Ja. Und das nächste, was mir richtig gut gefallen hat, war diese Mischkammer, die die Stifte haben. Und zwar ist das mit einem Medium gefüllt, das die Farbe von dem Stift aufhält und man kann dadurch sehr schön Farbverläufe zaubern, ohne Übung haben zu müssen. Das werde ich euch auch noch demonstrieren. Zu dem Preispunkt für die Stifte. Ich habe für ein 5er-Set 25 Euro bezahlt. Es gibt noch ein 22er-Set und ein 52er-Set. Natürlich ist es so, je größer die Sets, desto günstiger der Stift, der Einzelstift in dem Set. Und so, wenn man zum Beispiel ein 22er-Set kauft, zahlt man umgerechnet ca. 3,50 Euro pro Stift. Wenn ich jetzt hier mein 5er-Set habe für den Preispunkt von 25 Euro, zahle ich eben 5 Euro pro Stift. Ich habe mal so nach den Copic-Markern geguckt und die Copic-Marker kosten in einem Set von 12 Stiften 74 Euro, das sind umgerechnet ungefähr 6 Euro pro Stift. Nach dem Einzelpreis müsste ich jetzt mal gucken, das würde mich interessieren. Also der Einzelpreis für die Copic-Marker liegt so bei 7 Euro, also nicht so viel teurer. Ja, für die Kamelienmarker gibt es auch Nachfülltinte zu kaufen, das heißt, wenn euer Stift trocken wird oder zur Neige geht, könnt ihr den auffüllen und müsst nicht einen neuen Stift kaufen. Genauso für die Blendkappe obendrauf. Es gibt auch einen Blenderstift von Kamelien und einen Detailstift, der alkoholmarkerfest ist. In dieser Packung gibt es auch Nachfüllspitzen, die wahrscheinlich jetzt runtergerutscht sind. Aber
Diese Pinselspitzen sind sehr sensibel, das heißt, wenn man viel damit malt, fransen sie auch aus. Deswegen gibt es dafür auch Nachfüllspitzen zu kaufen, die man ersetzen kann. Als ich nachgeguckt habe, haben 10 Spitzen ca. 4 Euro gekostet. Also da kann man auch für Ersatz sorgen. Man ist rundum versorgt. So, dann führe ich euch diese Marker mal vor. Und zwar nehmen wir mal die Pinselspitze, mein persönlicher Favorit. Ich habe jetzt die Kappe hier abgezogen vom Stift und das Gute ist, dass es hier für die Bullet Nib eine extra Kappe gibt, so dass wenn ich das hier abziehe, sie nicht eintrocknet. Und man soll mit der Schwerkraft arbeiten, das heißt, den Stift nicht von oben drauf stecken und das Medium nach unten fließen lassen, sondern andersherum das Medium nach in den Stift reinfließen lassen, so dass es hell wird. Man muss den Stift auch nicht ganz drauf klicken, sondern nur so weit, dass sich die Spitzen wirklich berühren. Dann zählt man ein paar Sekunden runter. Das war jetzt lang genug. Und dann malt man einfach drauf los. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Für gleichmäßige Verläufe würde ich euch immer raten, dass ihr euch die Sekundenzahl merkt. Weil je weniger ihr draufhaltet, eins, zwei, drei, drehen wir das mal, desto dunkler wird euer Verlauf, weil ihr natürlich nicht so viel von dieser Mischkammer hier in eurer Pinselspitze habt. Eins, zwei, drei. Ich habe am Anfang getestet, wie viele Sekunden welcher Farbverlauf ergibt. Es kommt natürlich auch darauf an, wie groß die Fläche ist, die ich ausmale. Ich würde euch raten, auf einem Stück Papier zu üben. Ungefähr die Fläche, die ihr ausmalen möchtet, einfach damit ihr seht, wie hell das Ganze ist oder wie dunkel. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Diesen Effekt könnt ihr natürlich auch mit anderen Alkoholmarkern kreieren, indem ihr einfach einen Blenderstift kauft und das gleiche mit einem Blenderstift macht oder eben mit einem weißen oder sehr, sehr hellen Stift geht das natürlich auch. Es ist nicht so, dass das die einzigen Stifte sind, die das können. Das ist mir durchaus bewusst. Aber ich muss sagen, es ist schon praktisch, diese Mischkammer einfach zu jedem Stift zu haben. Und sogar ich als Anfänger kann damit richtig coole Effekte zaubern. So, die nächste Möglichkeit, die es gibt, ist natürlich Farbe zu Farbe. Je nachdem, welche Farbe ihr zuerst ausmalen möchtet, da müsst ihr natürlich die Farbe oben in die andere Spitze einfließen lassen. Oder wenn ihr zum Beispiel das Blau zuerst malen möchtet, müsst ihr die Richtung tauschen. Eins,
2, 3, 4, 5, 6. So, probieren wir das mal aus. Also ich habe das Blau einfließen lassen. Entschuldigung, dass meine Hände so zittern. Es ist nicht das sauberste Bild. Aber der Vorführeffekt ist hier natürlich wieder am Werk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, versuchen wir es diesmal ohne viel Zittern. Damit das funktioniert, muss man natürlich in einem Lauf gleichmäßig runtermalen und sollte nicht unterbrechen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ihr seht, dass ich die Stelle zwischen in der Mitte immer ein bisschen tausche, damit die Pinselspitze auch gleichmäßig mit der blauen Farbe befüllt wird. Ihr könnt diesen Trick natürlich auch mit jedem anderen Alkoholmarker machen. Je länger ich es dran halten würde, desto mehr von dem Blau würde in diesen Stift einfließen. Es ist auch wichtig, ein geeignetes Papier zu wählen dafür. Wenn die Papierstruktur zu rau ist, geht natürlich die Spitze der Marker schnell kaputt. Genauso, wenn sie zu saugfähig ist, saugt sie schnell die Tinte aus. Genauso sollte das Papier dick sein. Ihr seht, Alkoholmarker drücken sehr, sehr schnell durch. Deswegen sollte man eigentlich auch noch ein Papier zwischenlegen, damit nichts passiert. Das tun wir mal. Wir möchten ja die nächste Seite auch noch bemalen. So. Und das nächste, was wir ausprobieren können, ist mal drei Farben zu verwenden. Ich möchte als letztes das Grün malen. Dann lasse ich erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 das Blau reinlaufen. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 und dann das Lila einlaufen. Und probieren wir das Ganze mal in der Hoffnung, dass der Vorführeffekt funktioniert. Sehr cool. Hier so ein paar Lücken gelassen, aber wie ihr seht, auch mit drei Farben funktioniert es sehr, sehr gut. Das sieht aus wie eine Faunfeder, finde ich. Probieren wir das Ganze noch mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
3, 4, 5, 6, 8, 9. Das Ganze noch einmal. Oh, diese Farbkombi gefällt mir richtig gut. Also zum Papier. Es gibt extra Markerpapier. Und die meisten Malbücher sind leider nicht Marker geeignet. Aber es gibt zwei Malbücher, die ich euch empfehlen kann. Dazu komme ich aber zum Schluss. So, eine letzte Technik möchte ich euch noch zeigen, und zwar wie man diese Glanzstreifen in der Mitte hinbekommt. Dafür nehmen wir natürlich wieder unsere Kammer und meine geliebte Pinselspitze. 1, 2, 3, 4, 5. Mit gleichmäßigen Bewegungen ziehe ich die Farbe nach oben. 1, 2, 3, 4, 5. So. Ich habe hier so ein Zickzackmuster drin, wie ihr seht. Und hier habe ich ein gleichmäßiges Muster. Das liegt daran, dass ich hier in einem Zickzack hochgegangen bin. Und hier habe ich wirklich versucht, einen Strich untereinander zu setzen, was definitiv besser geklappt hat. Also auch da gibt es noch Übungsbedarf bei mir und ich muss auch noch an der Technik feilen. Aber mir macht es total viel Spaß, mit diesen Markern zu arbeiten. Erstens, weil es natürlich sehr viel schneller geht, als Farbverläufe mit einem Buntstift zu machen. Zweitens ist es für mich etwas, wo mein Kopf einfach abschalten kann, weil ich die Farben nur runtermale. Wo ich mich nicht so wirklich aufs Blenden konzentriere oder ja auf kleine kreisende Bewegungen mit dem Buntstift. Sondern hier kann ich einfach immer in dem gleichen Schema, immer gleichmäßig runtermalen. Und das gefällt mir zur Abwechslung mal richtig gut. Gerade auch bei Mandalas, wo es ja Sinn der Sache ist, dass man den Kopf abschaltet und entspannt, ist es wirklich, wirklich schön, diese Marker zu benutzen. Das hier ist das Mandala-Malbuch von Coloria. Hier sind einige tolle Motive drin, unter anderem eben das, wo ich mit den Markern geübt habe. Und ja, das Papier ist super gut geeignet für Marker. Klar kommt es hinten durch, auch wenn man so ein bisschen mehr malt, sollte man natürlich immer was drunter legen, um das nächste Motiv zu schützen. Aber dadurch, dass die Seiten einseitig bedruckt sind, kann man dieses Buch sehr, sehr gut für Marker verwenden. Dann kann ich ein anderes Buch wärmstens empfehlen, Tropical Wonderland von Millie Marotta. Millie Marotta hat einige tolle Bücher mit festem Einband, die einseitig bedruckt sind. Und auch diese Motive sind super für die Marker geeignet. Zwar sind sie sehr filigran, aber durch die feine Pinselspitze der Marker kann man auch hier drin super malen. Ich werde definitiv mehr Marker bestellen. Ab und zu 25 Euro für 5 Stifte ist ein happiger Preis, aber wenn man sich die nach und nach dazu bestellt, sollte das mit der Zeit ein kleines Set aufbauen.
Es gibt noch eine andere Alternative. Und zwar kann man die Color Tops bestellen. Das ist kein kompletter Marker, sondern quasi sieht es aus wie dieses Oberteil, nur dass hier in der Spitze kein Blendmedium drin ist, sondern eine Farbe. Und diese Color Tops, da kosten 5 Stück, circa 13 bis 15 Euro. Und sobald man einen von diesen Markern hat, kann man sich unendlich viele von den Color Tops kaufen, weil wenn man sie nur lange genug fusioniert und die Farbe runterlaufen lässt, hat man den Stift, den man hat, eben mit dieser Farbe befüllt und kann damit malen. Diese Color Tops sind für mich eine günstige Alternative. Im Prinzip braucht man nur einen Stift dafür, damit man sie benutzen kann. Und ja, definitiv gut, wenn man preislich ein bisschen sparen möchte. Und durch die Color Tops hat man natürlich noch eine größere Farbauswahl als die 52 Stifte, die es momentan von den Kamelienmarker gibt. Ja, ich würde euch allerdings empfehlen, dass ihr jetzt keinen schwarzen Color Top für einen rosanen Stift benutzt, sondern dass ihr vielleicht nach den Farbfamilien guckt, wie jetzt blau-grün oder lila-pink, das geht ja immer. Aber dass man eben keine krasse schwarze Farbe mit einem sehr, sehr hellen Stift benutzt. So würde man, glaube ich, die Pinselspitze sehr, sehr schnell ruinieren. Zwei Nachteile, die ich finde, die dieser Stift mitbringt, ist erstens die Größe. Ich finde sie sehr, sehr groß. Sie sind. Was sind denn das? 14. Ja, 21 Zentimeter groß. Das finde ich schon sehr enorm, sehr, sehr lang für einen Stift. Allerdings hat man natürlich auch viel, das an diesem Stift dran ist. Zweitens ist es die Empfindlichkeit dieser Pinselspitze. Durch das ständige Fusionieren mit der Mischkammer und anderen Farben und natürlich auch durch das Malen auf dem Papier zieht sich die Pinselspitze sehr, sehr schnell in Mitleidenschaft. Ich habe bisher nur ein bisschen in einem Bild gemalt. Habe ich das hier? Ja, hier habe ich das irgendwo. Einen Augenblick. Ah, hier. Also, wie ihr seht, habe ich nur so viel in diesem Buch gemalt und ich habe schon gemerkt, dass die Pinselspitze etwas in Mitleidenschaft gezogen wird. Natürlich ist 4 Euro für 10 Nachfüllspitzen jetzt nicht so viel. Allerdings kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn man sehr, sehr viel malt und auch jetzt nicht unbedingt darauf achtet, dass das Papier glatt ist und Marker geeignet ist, dass das ziemlich ins Geld gehen kann. Das sind meine zwei, ja, negativen Punkte, die ich zu den Stiften habe. Ja, vom Preis kann ich nur sagen, finde ich sie ein bisschen teuer. 5 Euro pro Stift ist schon ganz schön happig, aber für mich sind sie es wert. Ich werde definitiv ein paar mehr bestellen. Habe auch schon ein paar Farbsets im Auge, die ich haben möchte, die auch ab und zu auf 21 Euro reduziert werden. Deswegen werden die bei der nächsten Rabattaktion bei mir dabei sein. Also wenn ihr informiert werden möchtet, wenn ich mal günstigere Angebote sichte, könnt ihr mir gerne Bescheid sagen. Ich poste sowas sehr, sehr gerne, aber natürlich nur, wenn ihr es auch wissen möchtet oder hören möchtet. Wenn es euch nicht interessiert, habe ich damit auch kein Problem, es für mich zu behalten. Umso mehr für mich. Ja, das war's von meiner Seite. Ich würde mich freuen, wenn ihr eure Erfahrungen zu den Stiften schreibt in den Kommentaren oder zu anderen Alkoholmarkern. Es gibt natürlich auch relativ gute Alkoholmarker zu günstigen Preisen. Ich habe sehr, sehr viele Reviews geguckt, also könnt ihr mir glauben, dass es da auch günstige Alternativen gibt, die ich bisher noch nicht getestet habe, weil mir eben die Pinselspitze immer zu groß war. Aber bei diesen Markern ist sie für mich persönlich perfekt.
Ja, also hinterlasst einen Kommentar. Vielen Dank fürs Reinschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann!